ist. Es war auch nie anders erwartet, dass die Gasumlage nicht populär ist, aber es gibt vielleicht ein Missverständnis. Diese Gasumlage ist dazu da, die Gasversorgung in Deutschland zu sichern und die Kosten unter den Gaskunden fair zu teilen. Das Problem, das dadurch entstanden ist, wird gelöst werden, aber es darf eben auch nicht passieren, dass dann bei der ersten Klage, und dagegen wird sicherlich geklagt werden, die Gasversorgung dadurch zusammenbricht. Deswegen dauert es so lange, wie es dauert, um das sorgfältig hinzukriegen. Die Belastungen treffen alle, aber nicht alle spüren sie gleichermaßen. Deswegen wäre meine Vorgabe, dass in absoluten Summen die Haushalte, die Menschen, die vor allem darunter leiden, nicht schlechter gestellt werden als die, für die solche Belastungen ärgerlich sind, aber die sie tragen können. Also, wenn jemand 100.000 Euro verdient und eine staatliche Entlastung bekommt, dann darf die nicht höher sein in absoluten Zahlen als für jemanden, der 20.000 Euro verdient. Und dann sollte es meiner Meinung nach so sein, dass diejenigen, die so wenig Geld haben, dass sie jetzt schon Transferbezieher sind, vollständig entlastet werden. Sie sind ja in einem Transferbezug durch verschiedene staatliche Zulagen, weil sie kein Geld haben. Und dann ansteigend bis zum Durchschnittseinkommen die Entlastung dann weitergeht. Aber in der Spitze muss man vielleicht bis auf ganz kleine Nebeneffekte auch mal hinnehmen, dass man es tragen muss. Das Entlastungspaket soll dann da sein, wenn die Energiepreise voll bei den Bürgerinnen und Bürgern aufschlagen. Natürlich gibt es jetzt schon Vorwegzahlungen, höhere Abschläge der Unternehmen und bei einigen auch schon Preisanpassungen. Aber im Herbst, also beispielsweise wenn die Umlage kommt, am 1.10. weitergegeben, wird sie dann über die Stadtwerke beispielsweise dann im November oder im Dezember, dann muss das Entlastungspaket da sein. Das heißt aber auch, es muss jetzt geschlossen werden, jetzt also in der nächsten politischen Zeit, damit es dann in Gesetze und Verordnungen eingearbeitet wird. Also ja, wir sollten zu Potte kommen, das werden wir aber auch. Die Konzerne haben nicht an den Gesetzen mitgeschrieben. Es ist nicht richtig, was dort als Schlagzeile verbreitet wird. Es gab ein Beteiligungsverfahren und es gab eine externe Unterstützung durch eine externe Kanzlei. Eine Kanzlei, nicht die Konzerne. Insofern ist diese Information falsch. Es geht darum, dass einige Unternehmen nicht nur gute Gewinne machen, das sei ihnen gegönnt. Sie haben eben auf erneuerbare Energien oder meinetwegen auch auf Kohle gesetzt, was jetzt nicht meine Lieblingstechnologie ist, weil sie glauben, damit können sie Geschäfte machen. Jetzt machen sie Geschäfte, okay, sie sollen auch gerne Gewinne machen und meinetwegen auch gute Gewinne machen. Aber Gewinne, die jedes Maß an Überwartung übersteigen, wo man sich im Grunde für gar nicht mehr für sehen lassen mag, die müssen ja nicht bei denen bleiben. Das wäre dann auch eine Alternative und meine Meinung dazu ist bekannt, wir sollten das tun und dann schnell den Strommarkt, den Energiemarkt so reformieren, dass diese Gewinne nicht mehr anfallen, aber eben eine Marktreform ist ein komplexes Unternehmen, das muss auch sorgfältig gemacht werden. Wenn das schief geht, dann kollabiert der Markt und dann haben wir ein ganz anderes Problem in Deutschland und bis dahin wäre das der Weg, diese immensen Übergewinne abzugreifen und dann den Menschen, die es brauchen, Unterstützung zukommen zu lassen. Der politische Raum schien sich ja lange darüber zu zerlegen, gibt es eine Nachfolgeregelung für dieses sehr attraktive Ticket. Es muss vielleicht nicht 9 Euro kosten. Der Preis von 49 Euro, ich höre auch andere Zahlen, scheint mir angemessen zu sein. Und wenn sich alle Parteien darauf verständigen, so etwas zu schaffen und die Länder bereit sind, ihren Anteil zu tragen, denn der ÖPNV ist ja eigentlich Ländersache, der Bund geht mit extra Geld rein, dann könnten wir da schnell eine schöne Lösung hinbekommen. Und ich bin mir sicher, die hat auch eine Klimarelevanz, also eine Wirkung. Wenn man nicht mehr nach Berlin mit dem Auto pendelt, weil man weiß, man hat schon ein Ticket in der Tasche, dann bleibt man am Stadtrand stehen und lässt das Auto vor der Stadt. Und das wird für Hamburg und für andere Städte genauso sein.